Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Nabon an. Dieser hat über die Aponeo Reiseapotheke geschrieben, welche er mit 4,3 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Reiseapotheke für den Urlaub. Aponeo Reiseapotheke im Test. Im Urlaub will man doch auf alles vorbereitet sein, auch auf unschöne Situationen. Der Gang zur Apotheke im Ausland kann sich schnell zu einer Herausforderung entwickeln. Entweder versperrt einem die Sprachbarriere eine passende Beratung, oder man muss sich selbst zurechtfinden und kann mit den ganzen Marken und Beschreibungen nichts anfangen. Egal, ob man sich eine Reiseapotheke für Thailand oder eine Reiseapotheke für Kinder zusammensucht, die Grundlagen sind immer die gleichen. Für meinen Urlaub im Süden und auch für alle zukünftigen Urlaube habe ich mir die Aponeo Reiseapotheke zugelegt, die ich dann gegebenenfalls noch erweitern werde. Hier zunächst mein Aponeo Erfahrungsbericht. Aponeo Reiseapotheke Inhalt. Oftmals findet man bei Amazon nur Taschen ohne Inhalt. Bei Aponeo bekommt man eben nicht nur die praktische Tasche zum Transport, sondern auch den kompletten Inhalt. Zu der Zusammenstellung sagen sie Folgendes. Vor allem in den südlichen Ländern holt man sich schnell einen Durchfall, da unser Körper mit den dort beheimateten Viren und Bakterien überfordert ist. Eine kleine Auswahl von Medikamenten im Reisegepäck hilft, leichte Kopf- oder Bauchschmerzen sowie Bagatellverletzungen selber zu versorgen. Kommen wir zum Inhalt. Ratiopharm Reisetabletten. Die Tabletten sind der ideale Begleiter für die Reise selbst. Sie sollen gegen Reisekrankheit, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen helfen. Iberogast flüssig. Iberogast wird angewandt, wenn man unter Magen- und Darmbeschwerden leidet. Effektiv ist es bei Magenschmerzen, Sodbrennen, Übelkeit, Bauchschmerzen oder Krämpfen, Blähungen, Druckgefühl im Bauch oder bei einem Reizdarm. Ratiopharm Paracetamol. Paracetamol gehört zu den bekanntesten Schmerzmitteln. Sie sind für leichte bis mäßige Schmerzen gedacht oder zum Senken von Fieber. Medigel, schnelle Wundheilung Gel. Das Gel eignet sich zu der direkten Versorgung von kleinen Wunden. Der kühlende Effekt sorgt dafür, dass Schwellungen zurückgehen und der Schmerz gelindert wird. Soventolgel. Soventolgel ist für die Behandlung von unangenehmen Insektenstichen gedacht. Die Rötung wird geschwächt und der Juckreiz geht langanhaltend und schnell weg. Yomogi-Kapseln. Die Kapseln werden eingenommen bei Durchfall oder zur Vorbeugung. Ratiopharm Xylodoo Nasenspray. Das Nasenspray kommt bei einer trockenen Nase oder bei gereizten Nasenschleimhäuten zum Einsatz oder wenn sie verstopft ist. Octenisept-Lösung. Die Octenisept-Lösung wird bei offenen Wunden aufgetragen. Zur Wunddesinfektion, Schürf- oder Schnittwunden, offene Blasen, leichte Brandwunden und solche Verletzungen lassen sich damit behandeln, damit keine Bakterien oder Infektionen sich ausbreiten können. Auch eine Packung mit transparenten Wundpflastern ist inbegriffen. Tipps: Reiseapotheke Thailand. Die meisten Schwierigkeiten macht meistens der Magen und das nicht nur in Thailand. Gründe dafür können zum Beispiel die Wasserqualität sein, das ungewohnte Essen mit den scharfen Zutaten und mangelnde Hygiene. Bereits vorhanden sind die Yomogi-Kapseln, die bereits gegen Durchfall ankämpfen, sowie Iberogast. Zur Vorbeugung könnte man noch Elektrolytpulver in die Tasche packen, sowie Kohletabletten. Für Fieber und Schmerzen sowie Übelkeit und kleinere Verletzungen sind bereits Mittelchen enthalten. Was man noch zu der Kategorie hier zählen könnte, wäre ein angemessener Schutz gegen Mücken und Insekten. Auch nicht zu vergessen. Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor für Körper und vor allem auch für das Gesicht. Aponeo Reiseapotheke Erfahrungen. Für nicht mal 35 Euro bekommt man eine durchdachte Reiseapotheke, die sich besonders für die Reise in den Süden eignet. Was mir gerade an dieser Zusammenstellung gefällt, ist, dass es Markenprodukte enthält. Die Lieferung war sehr fix, so wie man es in den meisten Fällen auch von Amazon gewohnt ist. Die Tasche, in der sich die Medikamente befinden, ist von sehr stabiler Qualität. Sie ist perfekt geeignet, um sie im Koffer platzsparend zu verstauen oder sogar im Handgepäck. Der Innenraum ist ausgekleidet, sodass, falls etwas bricht und ausläuft, die Flüssigkeiten in der Tasche bleiben. Der Inhalt war natürlich wie angegeben. Die Apotheke hat uns sicher in den ersten Urlaub begleitet. Zum Glück mussten wir nicht wirklich darauf zurückgreifen. Ich glaube, es wurde nur von meiner Frau die Packung der Ratiopharm Reisetabletten angebrochen, da sie besonders im Flieger unter starker Übelkeit leidet. Diese konnte sie damit sehr gut in den Griff kriegen und die Reise so recht stressfrei antreten. Was auch noch benutzt wurde, war das Soventolgel, welches ich tatsächlich besser finde als Fenistil. Der Juckreiz wird zuverlässig genommen. Was eben fehlt, sind noch mehr Mittel zur Versorgung von Wunden, wie Verbandszeug. Das gehört aber vermutlich nicht mehr in die Kategorie Reiseapotheke, sondern eher zur Ersten Hilfe oder eben zur allgemeinen Wundversorgung. Wir haben daher vorher noch verschiedene Pflaster und Mullbinden gekauft und sie mit in die Tasche gelegt. Diese blieben Gott sei Dank unberührt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf der Aponeo Reiseapotheke, da man hier sehr viel für sein Geld bekommt. Allein die Arzneimittel an sich dürften den Wert schon erreichen oder gar übersteigen. Ich kann hier wirklich absolut nichts bemängeln. Sie ist perfekt für den Urlaub oder auch einfach, um die Grundmittel schon im Haus zu haben.
Durch die Tasche kann man es gleich mitnehmen und es ist noch genügend Platz darin enthalten, sodass man noch eigene Medikamente hinzulegen kann. Das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt hier wirklich ausnahmslos und ich weiß jetzt schon, dass sie uns auf jeden Fall noch in kommenden Urlauben begleiten wird. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.